So, liebe Zuschauer hier bei Zoom und auch liebe Zuschauer jetzt auch live bei Facebook. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Veranstaltung Die Mieten deckeln. Berlin ist das Vorbild. Wir stellen ja fest, überall steigen die Mieten, zumindest in den großen Metropolen. Überall, nicht ganz überall, zumindest in Berlin sinken sie teilweise bereits wieder. Und das hat möglicherweise auch was mit dem Mietendeckel zu tun. Und deswegen wollen wir bei dieser Veranstaltung über das Konzept des Mietendeckels sprechen, über dessen Auswirkungen und über das Konzept diskutiert unser Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler jeden Donnerstag. Diesmal mit Katharin Genburg. Sie ist Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, vertritt auch die Linke. Ich wünsche euch eine interessante, spannende Diskussionsveranstaltung. Wie immer, es ist eine interaktive Veranstaltung. Ihr könnt euch hier auch einwählen und mitmachen. Entweder bei Zoom direkt melden und mitdiskutieren über den Chat oder über das F&A-Tun. Oder aber ihr macht Kommentare bei Facebook, die könnt ihr auch beobachten und dann hier einwählen. Mein Name ist Thomas Lumbier. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich leite die Öffentlichkeitsabteilung bei der Partei Die Linke und werde ein bisschen im Hintergrund eure Fragen einbringen in den kommenden 45 Minuten. Ansonsten überlasse ich den beiden Gesprächspartnern hier aber das Feld. Also, ein interaktiver Talk. Macht mit, kommentiert mit, fragt oder meldet euch hier bei Zoom. Da könnt ihr, schaltet euch hier auch als Diskussionsteilnehmer ein. Könnt ihr direkt mit den beiden reden. Das geht hier bei Zoom über die Handzeichenfunktion. Die findet ihr in der Regel, je nach App ist das unterschiedlich, unten bei den drei Punkten. In diesem Sinne, macht mit und ansonsten gebe ich jetzt das Wort. Jörg, unser Bundesgeschäftsführer, und viel Spaß. Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier zu unserem traditionellen Talk, Web-Talk, Die Linke in Corona-Zeiten. Ich freue mich sehr, diesmal zum Thema Mietendeckel etwas mit euch zu besprechen. Ich habe dafür Katharin Genburg eingeladen. Katharin ist Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin und dort ganz besonders stark in der Mietendeckelfrage engagiert. Der Hintergrund ist völlig klar, von euch vielleicht auch schon, habt ihr schon mitbekommen. Es ist ja so, zum guten Leben gehört auch natürlich irgend sowas wie eine Wohnung, eigentlich auch eine gute Wohnung, eine bezahlbare Wohnung. Ich selber habe mitbekommen in meiner Arbeit als Anwalt, was das heißt, wenn entweder die Miete erhöht wird, was für Stressgefühle das bei den Leuten auslöst, oder sogar die Wohnung ganz verloren geht oder man gar keine bekommt. In Berlin immer noch ein großes Problem. Und wenn die Miete steigt und steigt und steigt, ist das eigentlich mittlerweile in der Bundesrepublik Normalfall geworden. Außer in Berlin. Das gallische Dorf Berlin hat zum ersten Mal sinkende Mieten. Neue Meldung vor ein paar Tagen. Und wir wollen darüber sprechen mit Katharin Genburg. Warum eigentlich? Und dieses Warum eigentlich ist der Einstieg für den Mietendeckel. Der Einstieg für den Mietendeckel hat natürlich was damit zu tun, wie die Linke zur Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2016 angetreten ist. Katharin, vielleicht kannst du was dazu sagen. Wer hatte denn die Idee eigentlich für den Mietendeckel, für dieses? Ja, Jörg, erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich hier mit euch darüber zu sprechen. Man muss in Berlin dazu sagen, dass wir hier einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen haben. Berlin hat ja die letzten 10 Jahre schon sehr klar sich mit dem Problem der steigenden Mieten und Verdrängung auseinandergesetzt. Immer mehr Initiativen haben auf das Problem aufmerksam gemacht. Es gab sogar einen Volksentscheid zur Senkung der Mieten, ein sehr, sehr erfolgreicher Volksentscheid, der aber von der Vorgängerregierung auch nicht wirklich ernst genommen wurde. Und insofern sind wir in die Regierung gegangen und haben gesagt, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um endlich das Problem der steigenden Mieten, des Mietenwahnsinns zurückzudrängen und auch ein Stück weit aufzulösen. Wir sagen ja immer so, im Schnitt sollte eigentlich jeder nicht mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Miete aufgeben, des Haushaltsnettoeinkommens. Und das ist so ein bisschen die Richtschnur, über die wir reden. Wir haben es in Berlin damit zu tun, dass immer mehr institutionelle Anleger und Leute, die ja vor allem Geld verdienen wollen mit den Häusern, in die Stadt kommen und hier sich sozusagen Häuser kaufen und Mieterinnen rausschmeißen oder einfach die Mieten drastisch erhöhen, Entmietungen vornehmen, alles Mögliche.
Und insofern ist das ganze Themenfeld Mieten- und Wohnraumversorgung, die Sicherung der Lage der Wohnenden ist sozusagen sehr umfangreich und es gehören viele Bestandteile dazu. Zum einen haben wir uns sehr klar auf viel Neubau natürlich verabredet. Wir haben uns auch darauf verabredet, dass wir Leerstand und Abrisse verbieten und dass auch Ferienwohnungen grundsätzlich verboten werden, damit eben Wohnraum für die Menschen zur Verfügung steht. Das Problem mit den steigenden Mieten konnten wir aber lange nicht lösen, weil die unsoziale Bundesregierung, die Große Koalition im Bund, nach wie vor überhaupt kein Herz für Mieterinnen und Mieter hat und deswegen lange galt, wir können da nicht viel machen und nur Bundesratsinitiativen, die immer abgelehnt wurden. Und dann kam eines Tages der Peter Weber, der ist Jurist, und der hat gesagt, wisst ihr, Frau Genburg, ich habe die Schnauze voll. Ich habe jetzt einfach mal was aufgeschrieben. Ich glaube nämlich, man kann einen Trick anwenden und sozusagen über das Preisrecht die Mieten regulieren auf Landesebene und damit auch das Bundesrecht umgehen. Denn seit der Föderalismusreform haben die Länder die Zuständigkeit im Wohnungswesen. Und dann hat er das aufgeschrieben und dann ist das auch erschienen in einer der sehr renommiertesten juristischen Fachzeitschriften. Und daraufhin wurde er auch ernst genommen und gehört. Und dann hat auch die Koalition gesagt, Mensch, das müssen wir uns mal angucken. Und dann ging das relativ schnell, weil alle auch fanden, wir müssen die Mieten jetzt so gut wie es geht bremsen. Ja, und dann haben wir innerhalb von einem Jahr ziemlich hart, also es war eine harte Arbeit, viele Beratungsrunden diesen Deckel erfunden und haben festgelegt, dass er aus drei Elementen besteht. Zum einen, die Mieten werden eingefroren auf dem Stand von Juni 2019, denn da war der Stichtag, da gab es den Senatsbeschluss, der gesagt hat, Rot-Rot-Grün in Berlin will den Mietendeckel. Und deswegen werden auf diesem Stichtag die Mieten eingefroren. Das zweite Element sind die Mietobergrenzen. Da gilt eine Tabelle, die die Mieten deckelt. Das ist sehr interessant, denn wenn du jetzt aus deiner Wohnung ausziehst und dann die Wohnung wiedervermietet wird, dann gilt die Tabelle. Das heißt, der Vermieter, die Vermieterin darf dann nicht wieder weiterhin die exorbitante Miete nehmen, sondern muss sich an diese von uns gesetzlich vorgegebene Mietentabelle halten. Das heißt, die Mietobergrenzen sind ein ganz wichtiger Teil und das ist auch der eigentliche Deckel. Ne? Da deckeln wir sozusagen bei den Neuvermietungen, damit wir rauskommen aus dieser Teufelskreis, aus dieser Mietenspirale. Dritter Punkt sind die Absenkungen. Die Absenkungen werden mit November diesen Jahres erst kommen. Da soll es dann möglich sein, dass bei überhöhten Mieten auch die Mieten abgesenkt werden können. Und bis dahin haben wir das dann hoffentlich auch vom Verfassungsgericht geklärt, wie ob der Mietendeckel Bestand hat oder nicht. Wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass er das auf jeden Fall hat. Ja, das hört sich ja spannend an. Also diese drei Punkte, einfrieren, deckeln und auch zurückführen, dann wenn sie überhöht sind. Wie ist denn da die Reaktion bei euch gewesen? Ich habe das nur von Bekannten in Berlin gehört. Jede Menge Briefe, die gekommen sind, empörte Vermieter, aber natürlich auch die Frage, was passiert denn dann jetzt, wenn über hintenrum Geschäfte das funktioniert oder gibt es überhaupt noch Neubau, lohnt sich es denn da überhaupt? Was sind eigentlich die ersten Reaktionen gewesen und wie habt ihr darauf reagiert? Na, man muss erst mal sagen, die Auseinandersetzung läuft noch und die ist eine der härtesten, die man sich, glaube ich, politisch vorstellen kann. Denn hier geht es wirklich ran an den Speck von Leuten, die Geld mit der Miete anderer Leute verdienen wollen. Manchmal sind es auch tatsächlich Kleinvermieter, die sich überhoben haben in den letzten Jahren, die also Häuser gekauft haben, die eigentlich zu teuer waren. Wir haben deswegen auch einen sogenannten Härtefonds, also Härtefallfonds aufgelegt. Das heißt also, Vermieterinnen und Vermieter, die jetzt in Unsicherheiten kommen, wegen des Mietendeckels haben auch die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung vom Land zu bekommen. Genau, das ist sozusagen die Ausgangslage. Die Situation im letzten Jahr war krass. Wir haben zum Beispiel die erste, glaube ich, Vermieterdemo gehabt. Also die Baulobby ist auf die Straße gegangen, hat gegen den Deckel demonstriert. Die haben also ziemlich mobil gemacht und wir haben es ja mit einer sehr organisierten, gut organisierten Vermieterlobby zu tun. Haus und Grund ist der Eigentümerverband, der hier immer diese schöne Zeitung hat. Ich habe sie hier irgendwo, ich lese sie nämlich eigentlich manchmal, das Grundeigentum. Muss man wissen, was die Vermieterlobby sagt. Sozusagen, die sind sehr gut vernetzt. Die haben auch in Größenordnung dazu aufgerufen, den Mietendeckel zu umgehen.
Deswegen haben wir es jetzt momentan auch mit einer sogenannten Schattenmiete zu tun. Das heißt, die Vermieterverbände haben dazu aufgerufen, dass man zusätzlich zu der Mietendeckelmiete eine zweite Miete einberuft. Das heißt, dass sie gehen davon aus, dass der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht fällt und dass man dann sozusagen das ganze Geld, was laut Mietendeckel dann obendrauf gekommen wäre, einkassieren kann. Das heißt, wir haben es echt mit einer krassen Kampagne zu tun. Man muss sich das halt klar machen, dass hier in dem Fall das Land Berlin ein Gesetz beschlossen hat. Das heißt, wir haben hier Recht und Gesetz beschlossen und die Vermieterverbände rufen dazu auf, das Recht zu brechen. Das ist die Lage und die ist ziemlich krass, weil man muss sich halt irgendwie klar machen, da geht es wirklich dann um die eine Frage, 85% der Berlinerinnen und Berliner sind Mieterinnenhaushalte. Das heißt, bei einer fast 4 Millionen Stadt ist das eine ganze große Menge an Leuten. Und gegen die wird jetzt hier massiv von Vermieterverbänden lobbyiert. Aber wir bleiben dabei, man muss, das darf nicht sein, dass die Leute all ihr Einkommen für die Miete ausgeben. Also da sieht man, glaube ich, mal ein bisschen, was passiert, wenn es wirklich ans, wie hast du gesagt, ans Eingemachte geht. Ich habe letztens ein Schreiben gesehen, in meiner anwaltlichen Tätigkeit, wo eine Sozialhilfeempfängerin die Mitteilung bekommen hat, nur dann, wenn das Jobcenter, sie bekommt da Geld davon, die zusätzliche Schattenmiete übernehme, für den Falle, dass das verfassungswidrig wäre, dann könnte sie die Wohnung bekommen, was das natürlich das Jobcenter nicht tut und sie deshalb faktisch von der Anmietung dieser Wohnung ausgeschlossen ist. Also dann sieht man schon, was da an Geschützen aufgefahren wird, um Leute zu verunsichern. Leute zu verunsichern bis hin zum Rechtsbruch. Und das ist es ja faktisch. Wir wollen natürlich jetzt auch darüber sprechen, was denn jetzt getan werden muss. Ich habe gesehen, zum ersten Mal, als diese Verordnung geleakt wurde, dann ging es ja in Berlin richtig ab. Und da hat sich herausgestellt, das, was wir als Linke fordern, ist das eine. Wenn es dann umgesetzt werden soll, dann gibt es nochmal einen richtigen dynamischen Schub, oder, Katharin? Naja, du meinst natürlich, es gab ja den Senatsbeschluss und danach wurden sozusagen die ersten Entwürfe für ein Gesetz gemacht. Und da wurde das dann mutmaßlich aus der Verwaltung, wir wissen es nicht genau, wurde das sozusagen durchgestochen und dieser Gesetzentwurf, der war sehr weitgehend und das war aber irgendwie alles noch in der Verhandlungsphase, weil man muss sich halt vorstellen, das Gesetz ist eben von sehr vielen Leuten erarbeitet worden. Ja, das ist ein richtig schönes Mitmachgesetz, denn in dem Fall hat sich wirklich der geballte juristische Sachverstand, der auch in der Stadt schon viele Jahre Mietenberatung macht und tatsächlich ja der RAV, also Republikanischer Anwältinnenverein, sozusagen Leute, die sich eben auch mit progressiver Rechtsmaterie auseinandersetzen, die haben sich getroffen und haben gesagt, Mensch, komm, wir überlegen jetzt, wie wir es machen können. Und die haben dann wirklich diskutiert, können wir die Modernisierungsumlage nicht auch noch deckeln? Können wir nicht dies machen und das machen? Das war natürlich am Anfang, also es waren ja riesige Diskussionsräume. Und genau, als das erstmal dann durchgestochen wurde, gab es dann erstmal einen großen Aufschrei. Das sei ja alles irgendwie schon der Kommunismus. Ich sag mal so, wir haben ja dann das Gesetz auch im weiteren Verlauf modifiziert. Aber man muss schon sagen, wir reden hier von einer Preisregelung in einem ordnungspolitischen Rahmen. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur sozusagen ordnungspolitisches Handeln. Wir sorgen dafür, dass die öffentliche Ordnung sichergestellt wird. Und man muss sich halt auch klar machen, wenn immer mehr Menschen ihre Wohnung verlieren und immer mehr Menschen verdrängt werden und immer mehr Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen können, dann gerät das soziale Gefüge so auseinander, dass wir auch wirklich staatlicherseits wirklich einen Auftrag haben, damit endlich Schluss zu machen. Und insofern ist es gar nicht, ist es gar nicht so linksradikal, wie es immer stigmatisiert wird. Und man muss auch dazu sagen, es gab in Berlin ja schon eine Mietenregulierung, und zwar bis kurz vor der Wende, also in West-Berlin. Das heißt, auch da haben nicht die Kommunisten regiert, sondern es war in West-Berlin vor dem Mauerfall. Und der Hintergrund war genau der gleiche. Wohnraummangel, explodierende Mieten und der Staat, der eingreifen muss, denn das Recht auf Wohnen ist ja auch in der Landesverfassung verankert. Insofern haben wir wirklich einen öffentlichen Auftrag. Law and Order von links sozusagen.
Genau. Gegen die Gesetzlosigkeit. Okay, das hört sich spannend an. Jetzt seid ihr natürlich auch dran. Ihr könnt Fragen stellen zum Mietendeckel, zu dem, was die Berliner Koalition hier macht, was auch von der Linken hier unterstützt wurde. Und ich habe vielleicht in der Zwischenzeit noch die eine oder andere Frage auch an Katharin. Aber jetzt höre ich erstmal, dass Thomas Fragen aus dem Publikum hat. Genau, also eine Frage ist bei Facebook schon reingekommen, und zwar an die Hallo, liebe Katharin. Ich hatte gestern unter Ankündigung zum heutigen Mietentag mit einer Userin einen Disput, schreibt René Linsenau. Zuvor verwies ich darauf, dass trotz Mietendeckel weitergebaut und saniert wurde, am Ende 19.000 Neubauten. Sie, also die andere Userin, wollte beharrlich wissen, ob der Neubau vor dem Mietendeckel geplant und gebaut wurde, fragt René. Könnt ihr mir als Nicht-Berliner dies zweifelsfrei beantworten, möchte René Linsenau wissen. Und zwar von dir, Katharin. Ja, ganz kurz, bevor du antwortest, noch ein kurzer Hinweis nochmal, wie gesagt, an alle, die bei Facebook zuschauen. Schreibt in die Kommentare eure Fragen. Und zum einen, oder wenn ihr bei Zoom hier zugeschaltet seid, da könnt ihr auch jederzeit auch dran teilnehmen. Den Link findet ihr bei Twitter und bei Facebook in den Beschreibungen. Könnt ihr hier reinkommen, könnt euch melden und dann könnt ihr auch direkt mit Jörg und mit Katharin diskutieren und eure Eindrücke schildern. Soweit aber jetzt zur Frage, Katharin. Genau, also die Neubaufrage wird ja immer mit der Mietendeckelfrage zusammen diskutiert. Man muss halt ganz klar sagen, dass die Mietenregulierung im Bestand mit dem Neubau erstmal nichts zu tun hat. Die Rechten, die Konservativen vermischen das zwar immer und tun so, als würde das sozusagen zusammengehören, aber der Neubau läuft ja unabhängig davon. Man muss dazu auch wissen, in Berlin wurde viele Jahre der Neubau ausgesetzt und runtergefahren, also nicht ausgesetzt, es wurde immer ein bisschen gebaut, aber es wurde viele Jahre sehr, sehr wenig gebaut. Und wurde dann wieder angekurbelt, insbesondere auch unter Rot-Rot-Grün in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt im Jahr 2019 die Zahl 19.000 fertiggestellte Wohneinheiten. Die sind natürlich nicht alle nur unter Rot-Rot-Grün geplant worden und vorbereitet worden. Aber, hört ihr mich eigentlich noch, Jörg? Ah, okay, super. Aber sozusagen natürlich ein Teil davon ist auch sozusagen unter Rot-Rot-Grün entstanden und man muss eben klar anerkennen, dass wir das eben angeschoben haben die letzten Jahre. Ich möchte trotzdem gerne den Neubau und den Mietendeckel getrennt voneinander behandeln, denn zum Beispiel ist der Neubau vom Mietendeckel ausgenommen. Also jeder, der jetzt Wohnungen in Berlin neu fertigstellt, seit 2014 ist nicht unter dem Mietendeckel. Das hat den Grund, dass natürlich wir die Leute nicht ruinieren wollen. Also jemand, der in Neubau investiert, muss ja auch, hat gewisse Kalkulationen. Das sind ja jahrelange Prozesse, die dem dort vorausgehen. Und da sind wir also ganz realistisch und haben gesagt, also da muss es sozusagen eine Grenze geben, dass die eben auch jetzt nicht ruiniert werden. Man muss eben wissen, der Mietendeckel setzt ja auch bei der Idee an, dass sich die Häuser irgendwie amortisieren. Das heißt, wir reden ja zum Beispiel davon, dass wir in Altbauten, insbesondere in Altbauten in der Stadt, die so um 1900 gebaut wurden, haben wir die riesigen krassen Mietsteigerungen, wo plötzlich irgendwie für eine Wohnung 2000 Euro aufgerufen wird, wo du sagst, naja, Momentchen mal, also das Haus vor 150 Jahren gebaut worden, das hat sich schon dreimal amortisiert. Das kann überhaupt nicht sein, dass das so teuer ist. Und auch da muss man einfach sagen, es muss eine realistische Zahl auch bei der Miete rauskommen. Und es geht eben darum, dass sich Leute keine goldene Nase an der Miete verdienen. Denn Menschen müssen wohnen und dafür sorgen wir. Deswegen, genau, also die Neubaufrage zu entkoppeln von der Mietenregulierung. Wie gesagt, Wohnraumversorgungspolitik ist eben zum einen überhaupt dafür zu sorgen, dass Menschen eine Wohnung haben, dass sie auch nicht verlieren, dafür zu sorgen, dass nicht irgendwer daherkommen kann und sagen, oh ja, nee, hier passt mir nicht mehr, wir schmeißen euch mal raus. Das heißt, ein starkes Mietrecht auch zu haben, dafür ist die Bundesregierung zuständig, die hat damals mit der FDP, die CDU haben gemeinsam damals das Mietrecht krass gestutzt und seitdem haben wir auch richtig große Probleme. Zum anderen eben wirklich dafür zu sorgen, dass eben auch neu gebaut wird, damit sozusagen Bedarfe gesichert werden. Aber eben auch dann als einen dritten Faktor dafür zu sorgen, dass Mieten stabilisiert werden und dass der Teufelskreis der Enteignung der Einkommen
zulasten von leistungslosen Renditen, dass das aufhört. Dass Leute nicht reich werden, nur weil sie irgendwo viel Miete einstreichen können. Eine goldene Nase verdienen, das war gerade das Stichwort. Du hast ganz gut jetzt aufgemacht, den Unterschied zwischen dem Neubau, der ja auch, ich finde, zu Recht ausgenommen ist ab 2014, andererseits aber eben die krassen Mietsteigerungen, die jetzt entstanden sind und die wir begrenzen wollen. Jetzt war ja die Frage, das war der Mietendeckel ja vor allen Dingen zunächst mal auch ein sozialdemokratisches Projekt, so wie ich gehört hatte. Ja, also es wurde zumindest ja auch fast schon ein bisschen als Gegending zur Enteignung Deutsche Wohnen ins Spiel gebracht, oder war das nicht so? Naja, also die Mythen sind ja immer vielfältig und politisches Leben ist ja genau deswegen immer interessant, weil immer viel gleichzeitig passiert. Also das war so, dass, wie gesagt, dieser Peter Weber diesen Aufsatz über die Möglichkeit einer Mietpreisregulierung auf Landesebene veröffentlicht hatte. Und der hatte damals auch gesagt, ich schicke das auf jeden Fall allen drei Koalitionsparteien zu, weil ich habe keinen Bock, dass eine Partei das irgendwo in der Schublade versauern lässt, sondern er wusste auch ganz klar, nur wenn alle wissen, da gibt es jetzt was zu holen, dann wird es irgendwie nach vorn geschoben. Und so war das auch. Die SPD hat dann gleich, also die SPD, wir haben das alle irgendwie, glaube ich, zwischen Weihnachten und Neujahr 2018 bekommen, den Aufsatz. Und die SPD hat dann gleich im Januar erklärt, sie hat den Mietendeckel erfunden. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber die SPD hat den Mietendeckel nicht erfunden. So ist es nicht, sondern sie haben sozusagen auch ein paar findige Juristinnen und Juristen, die das damals gelesen haben, gesagt haben, oh, das ist super, da müssen wir rein. Sie haben das auch sozusagen vor dem Hintergrund des Volksbegehrens Deutsche Wohnen Co. enteignen, das in Berlin ja jetzt auch ansteht und läuft, zur Vergesellschaftung der großen renditegetriebenen Wohnungskonzerne. Sicherlich auch protegiert, aber man muss auch sagen, die SPD wollte überhaupt gar nicht so weit gehen. Also eigentlich wollte die SPD nur die Mieten einfrieren. Und dann beim Deckeln war auch schon so ein bisschen so, naja, was kann man denn da machen? Aber bei der Absenkung wollten sie auf gar keinen Fall mit durch. Und die Absenkung haben wir als Linke hart gegen die Koalitionspartner durchgekämpft. Das muss man deutlich sagen. Und der Druck von Mieterinnen und Mietern, mein Eindruck, hat ja dann auch nochmal ordentlich gewirkt. Also ich hatte so teilweise den Eindruck, dass die Sozialdemokratie von der Idee, du hast es beschrieben, die von ihr aufgenommen worden ist, dass sie Schritt für Schritt eigentlich beerdigen wollte und aber immer wieder daran erinnert wurde, was sie denn eigentlich mal beschlossen hat, oder? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt heute, als ich mich vorbereitet habe auf die Veranstaltung, schon gemerkt, ich habe auch echt ein paar Sachen wirklich verdrängt, weil es eine echt krasse Zeit war, weil diese politischen Auseinandersetzungen sind ja sehr hart, ne? Also wir reden davon, dass man sich dann wirklich in geschlossenen Räumen kloppt, um sozusagen die Frage, was will man jetzt irgendwie durchsetzen. Dann wird immer gesagt, das kann man alles nicht machen, das ist alles zu angreifbar. Und das war schon ein sehr harter Prozess und man muss sagen, wir haben das tatsächlich auch, da haben auch unsere Fraktionsvorsitzenden, unsere Parteivorsitzenden gute Arbeit geleistet, auch gemeinsam mit den Grünen dann zu sagen, so Leute, nee, da kommt ihr jetzt nicht wieder raus. Ihr könnt jetzt hier nicht die ganze Zeit so lautsprechermäßig der Welt erzählen, ihr macht jetzt hier die Mietenregulierung und dann kommt nur das Einfrieren, weil das muss man sagen, dass die Wohnungen, die so krass überteuerte Mieten haben, machen ja schon einen Großteil aus, weil in den letzten Jahren wurden in sehr vielen Wohnungen eben krass die Mieten angehoben. Die jetzt nur einzufrieren, löst ja das Problem überhaupt nicht. Deswegen war der Deckel total wichtig und deswegen wird auch die Absenkung so wichtig sein, dass man wirklich runterkommt. Die Mieten müssen sinken. Noch eine Frage, die mir jetzt dabei kommt. Hast du jetzt eigentlich schon Post von den Vermieterverbänden bekommen? Wirst du wüst beschimpft? Nö, also ich glaube auch, ehrlich gesagt, also ich saß ja mit Herrn Warnecke mal in einem Radio-Talk, also die Fronten sind total geklärt, da gibt es auch nichts zu machen. Ich gehe auch nicht auf deren Schnittchenempfänge. Das überlasse ich dann anderen Leuten, die sich da vielleicht einkaufen lassen. Also bei mir ist die Sache da völlig klar. Für mich ist das irgendwie viel wichtiger zu schauen, so was sagen die Mieterverbände, was sagt die mietenpolitische Bewegung. Und da haben wir ja in den letzten Jahren, das muss man ja auch sagen, der Mietendeckel ist ja wirklich erkämpft durch die mietenpolitische Bewegung in der Stadt. Ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich angefangen habe, mich mit Mietenpolitik zu befassen, Wohnungspolitik vor 10 Jahren, da war das wirklich so, dass es nur so eine Handvoll von Leuten gab, die sich mit diesem ganzen Kram auch rechtlicher Materie wirklich auskannten. Und durch diese ganzen Proteste und vielen Anhörungen und vielen auch die Volksbegehren hat wirklich in der Stadt, ist da richtig ein Wissen entstanden darum, was man eigentlich machen kann.
Und insofern gibt es richtig ein profundes Wissen über die mietenpolitische Materie. Und da kann man sich doch wirklich mit anderen Leuten unterhalten, als mit denjenigen, die die Vermieterinteressen schützen. Wenn jetzt dich Leute ansprechen, auch aus anderen Städten, ob dort so etwas Ähnliches möglich ist, was würdest du denen denn für einen Rat geben? Was sollen sie jetzt eigentlich tun? In Hamburg, in Frankfurt, im Ruhrgebiet, aber auch in München, wo ja die eine oder andere Miete durchaus auch ein paar Euro ist. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt bundesweit richtig toll auch Mietenbewegungen und mietenpolitische Initiativen, die tatsächlich jetzt auch so eine Regulierung selber fordern. In Frankfurt und in München gibt es das ja jetzt auch. Auch in anderen Städten. Das Problem ist halt, wenn die Städte nicht in Stadtstaaten liegen. Also Hamburg und Bremen hat sehr gute Karten, das zu machen, weil sie sind gleichzeitig Bundesland und Stadt. Das heißt, sie können das regeln auf Landesebene. In Frankfurt und München gibt es einfach ein Problem, weil sie müssten erstmal dafür sorgen, dass ihre rechte Landesregierung, und ich meine sowohl in Frankfurt, in Hessen als auch in Bayern, sehe ich jetzt keine linksprogressiven Bündnisse, die das irgendwie machen können. Nichtsdestotrotz sind möglicherweise wirklich diese Volksinitiativen ein ganz guter Anfang, um das nach vorne zu schieben und auch auf die Not aufmerksam zu machen. Und ganz ehrlich, Jörg, wir kommen auch nicht drum rum, dass endlich in dieser scheiß Bundesregierung, ja, dass das endlich beendet wird, weil diese große Koalition, das geht ja immer noch weiter. Also der Ausverkauf unserer Städte, der ist ja mit dem Mietendeckel nicht beendet. Immer noch kaufen etliche Fondsgesellschaften unsere Städte in Größenordnung auf. In BlackRock und diese ganzen Konsorten, die machen genau das, dass sie sozusagen diese städtischen Infrastrukturen sich einverleiben wollen. Und deswegen braucht es wirklich auch ein Umsteuern auf Bundesebene und Europaebene. Und deswegen müssen wir einfach auch gemeinsam dafür kämpfen, dass eben diese ganzen Zusammenhänge, die damit auch zusammenhängen, auch auf Bundesebene sich wirklich ändern. Also ich verstehe das so, dass man es machen könnte, auf Bundesebene eine Regelung, die dann auch bestimmten Kommunen es erlauben würde, lokale Mietendeckel einzuführen. Denn das ist ja der Hintergrund. Diese Regelung gibt es bislang nicht, sondern das muss jetzt derzeit landesrechtlich versucht werden, so wie ihr in Berlin das macht. Aber es wäre möglich, es bundesweit für die Kommunen so einzuführen? Naja, also wir sagen es mal so. Man kann es jetzt sozusagen auf Landesebene machen. Das Modell Berlin ist eben ein Landesmodell. Man kann das auf Landesebene machen. Wenn wir in der Bundesregierung wären, würden wir natürlich das Wohnen und Bauen und Stadtentwicklungsressort sozial gestalten. Und da würden wir natürlich das ganze Mietrecht verändern, sozial verändern. Dann würden wir die Möglichkeit der Umwandlung abschaffen. Dann würden wir auch im Baugesetz ein paar Dinge so verändern, dass eben die Spekulation mit Wohnraum einfach unterbunden wird. Und insofern ist das tatsächlich der Mietendeckel auf Landesebene ist Notwehr gegen eine unsoziale Bundespolitik. Das muss man einfach sagen. Hätten wir die Bundesmacht, würden wir natürlich einfach die Instrumente, die üblicherweise zur Verfügung stehen, die würden wir einfach umgestalten. Lass uns mal von der schwarzen Seite der Macht sprechen. Du hast ja schon gesprochen, BlackRock. Und jetzt höre ich gerade, die Deutsche Wohnen soll in den DAX statt Lufthansa eventuell, 160.000 Wohnungen in Berlin. Wie regeln wir denn das eigentlich mit denen? Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja, wie gesagt, in Berlin jetzt seit, glaube ich, über einem Jahr, also anderthalb Jahren schon, das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen laufen. Wir als Linke unterstützen das auch dezidiert. Es ist sehr kompliziert, weil eben unser Innensenator momentan da nicht wirklich rangeht und das Volksbegehren durchlässt in die nächste Stufe. Da geht es darum, dass wir ernsthaft über die Rekommunalisierung von Wohnungsbeständen reden. Man muss ja wissen, dass die Deutsche Wohnen so groß geworden ist durch die Krise der Kommunen. Also Berlin hat ja leider auch unter Rot-Rot, also auch unsere Partei war damals beteiligt, sehr viele Wohnungen verkauft, weil diese Stadt war pleite. Und die Bundesregierung hat gesagt, also entweder ihr verkauft jetzt euer Tafelsilber oder wir machen hier einfach, wir regieren eure Stadt und dann werden wir einfach entscheiden, was verkauft wird. Und damals hat man eben gesagt, nee, also bevor die Bundesregierung uns regiert, da regieren wir uns lieber selber und entscheiden lieber selber, was wir verkaufen. Da wurden sehr viele Wohnungen verkauft. Selbiges ist natürlich in vielen anderen Kommunen auch passiert.
diese verkauften Wohnungen wurden dann eben von findigen Investoren und Fonds wie auch bei der Deutschen Wohnen aufgekauft und übernommen zum Spottpreis, also unerhört. Und seither steigen in diesen Wohnungen die Mieten immer mit der Maßgabe, wenn die Mieterhöhungsspielräume übrigens durch möglich auf der Grundlage des unsozialen Mietrechts auf Bundesebene diese perspektivischen Mieterhöhungsspielräume bei hunderttausenden Wohnungen steigern natürlich den Wert, den Bilanzwert, den Buchwert dieses Wohnungskonzerns. Wir nennen ihn übrigens nur Vermietungskonzern, weil er ist eigentlich kein Wohnungskonzern, er ist nur ein Vermietungskonzern, weil er auch fast gar nicht baut oder gar nicht. Und insofern steigert das eben deren Bilanz. So, und da geht es genau darum zu sagen, das ist Spekulation mit Wohnraum und das muss aufhören. Und deswegen müssen diese Wohnungen, die ja eigentlich auch schon mal der Stadt gehörten, zurückgeholt werden. Und natürlich gibt es dann auch eine Entschädigungssumme, aber eben auch für einen Wert, der realistisch ist und nicht der dem Unternehmenswert entspricht, weil das wäre ja absurd, das ist ja ein Spekulationswert. Ja, nee, klar. Und die Tatsache, dass wir jetzt auch ein Law and Order von links einführen in Berlin, macht ja vielleicht auch das eine oder andere Geschäftsmodell ein bisschen kaputt. Das kann man schon sagen, ja. Also das ist schon, genau, also es gibt sozusagen immer noch Lücken, ne? Also wir haben schon das Problem, dass wir sind, deswegen habe ich das gesagt, es gibt sehr, sehr viele Regelungsgehalte, die damit reinspielen, die den Mietenwahnsinn eben auslösen. Insofern haben wir da schon noch andere Baustellen, wie zum Beispiel die Entmietungspraxis und so weiter. Das Problem bei Eigenbedarfskündigungen ist eben auch nicht gelöst. Das heißt, wenn Vermieter jetzt richtig gemein sind, dann verkaufen sie den Wohnraum einfach und sagen, hier, dann wird es ja einfach in Eigentum umgewandelt, dann hat sich die Sache auch erledigt. Das kann man ein bisschen auffangen über das sogenannte Milieuschutzgebiet und so, das ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt sozusagen immer mal wieder Tricks, auch im Baurecht, im Städtebaurecht, dass man da irgendwas machen kann, aber insgesamt ist die Tendenz, dass wir bundesweit sozusagen eine Politik der Liberalisierung des Wohnungswesens haben. Und das sorgt eben für einen krassen Ausverkauf. Aber in Berlin sehen wir jetzt natürlich auch, dass es jetzt auch schon zum Beispiel Akelius überlegt zu verkaufen, weil sie sagen, sie können ihre Gewinne nicht mehr einstreichen dank des Mietendeckels. Da haben wir natürlich ein großes Interesse. Und genau, insofern, wir schauen mal. Die Zeit ist jetzt ein bisschen kurz. Wir haben ja erst seit Februar das Gesetz. Wir müssen jetzt mal noch ein paar Monate warten. Aber insgesamt gibt es eine Tendenz, dass sichtbar ist, dass die Investoren das schon merken, dass dieser Ausverkauf jetzt hier mal auch wirklich aufhören soll und wir den auch beenden wollen und entschlossen sind. Mhm. Thomas, du musst laut machen. Ja, danke für den Hinweis. Ich halte mich noch mal ganz kurz dazwischen, weil es gibt eine weitere Zuschauerfrage, von der ich glaube, dass sie auch ganz interessant ist, von Florian Reck. Er fragt, was hältst du von einer Bodenwertzuwachssteuer? Die Frage ist auf Mann Katharin gerichtet. Dann fängt nicht das Problem schon mit der Spekulation mit Grundstücken an. Das ist seine Bemerkung dazu. Also Bodenwertzuwachssteuer ist seine Frage. Wie stehst du dazu? Ja, ich bin ein großer Fan von einer sozialen Bodenpolitik. Auch die hat viele Facetten. Wenn wir über den sozialen Umgang mit Boden reden und Boden als Gemeingut, dann sind wir gleich in einem völlig neuen Debattenraum. Der ist aber auch wirklich wichtig, denn wie Florian richtig sagt, die Spekulation fängt eben beim Boden an und das ist auch ein riesiges Problem. Deswegen Bodenwertzuwachssteuer wird bei uns auf jeden Fall sehr positiv diskutiert, ist aber eben auch eine Bundesregelung. Wir haben auf Landesebene Möglichkeiten der Bodenwertabschöpfung, der Bodenzuwachs, Mehrwertabschöpfung. Das ist ein bisschen kompliziert, weil da geht es darum, dass zum Beispiel das Baurecht, wenn das eben verliehen wird auf Grundstücken, dass man sagt, okay, die Kommune verleiht dem Besitzer eben die Möglichkeit, dort zu bauen, das sogenannte Baurecht. Und weil sie das tut, will man eigentlich auch einen Gegenwert haben. Denn ein Grundstück ohne Baurecht ist sehr viel weniger wert als mit Baurecht und so will man dann sozusagen reinkommen. Das ist jetzt, wie gesagt, auch nochmal eine Spezialfrage, aber dass man ran muss an das Thema
Spekulation mit Boden ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das haben wir als Linke auch schon die ganze Zeit auf der Agenda. Wichtiger Punkt ist da auch nochmal jetzt die Novellierung der Grundsteuer. Da sehe ich auch ein riesiges Problem auf uns zukommen, weil auch da auf Bundesebene gerade richtig Murks gemacht wird. Wir werden jetzt eine Neubewertung von Millionen von Grundstücken erleben, die dazu führt, dass viele Leute plötzlich für ihre Grundstücke, also eben auch Leute, die nicht besonders reich sind, die irgendwo auf dem Land in einem Einfamilienhaus wohnen, plötzlich ganz andere Grundsteuern bezahlen. Und da sehen wir schon, einerseits koppelt sich eben die Grundsteuer an die Ausstattung, die Finanzausstattung der Kommunen. Andererseits muss man eben schauen, was die Leute überhaupt leisten können. Und da eben gerade auch in Berlin und gerade in Ballungszentren und auch in den B- und C-Lagen, also auch in Universitätsstädten zum Beispiel, inzwischen die Grundstücke massiv überbewertet sind, weil eben der Markt, der sogenannte Markt, versagt, ja, weil eben immer mehr Leute sozusagen zu überteuerten Preisen kaufen, kommt so eine Spirale in Gang, wo wir auf jeden Fall reingehen müssen. Also auch da braucht es, wie wir finden, einen Bodenpreisdeckel, was sonst? Ja, ein Deckel drauf. Wir haben das Thema heute mehrfach gehabt und dass Berlin einen Mietendeckel bekommen hat, ist ein Vorbild, meine ich. Ein Vorbild ist auch, was unsere Berliner Genossinnen und Genossen da in der Regierung machen, aber was sie auch machen gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, was sie entwickelt haben. Katharin hat das beschrieben, die Kompetenz, aber auch das Engagement und die Bewegung aufgenommen haben. Denn ohne das wäre das natürlich alles so gar nicht möglich gewesen. Und ich wünsche mir, dass sie das auch in Zukunft so machen wollen und so machen werden, dass es auch ein bisschen ausstrahlt in viele andere Kommunen, in vielleicht das eine oder andere Bundesland und am Ende natürlich auch zu einer anderen Politik auf Bundesebene führen kann. Katharin hat es ja bereits ausgeführt. Am Ende ist das Mietrecht natürlich auch Bundesrecht und am Ende geht es auch darum, dass wir dort zu einer anderen Politik kommen. Ich wünsche Katharin dabei sehr, sehr viel Erfolg. Katharin, ich wünsche uns auch, dass wir da dranbleiben an dem Thema und dass noch viele andere Städte das hinbekommen. Und ich will auch den nächsten Talk hier ankündigen. Am 11.06. sehen wir uns wieder hier um 18 Uhr. Ich wünsche uns bis dahin sehr viel Deckel drauf. Bis dann. Vielen Dank. Danke, tschüss. Bis dann. Tschüss.